Das war schon Kapitel 4. Das heißt erstmal so von der Gliederung zum grundsätzlichen Word-Dokument. Und dann kommen wir mal zum Layout. Folie 39, Seite einrichten. Wir kennen ja schon diese Menügruppe oder das Menüband Layout. Da gehen wir wieder hin. Nochmals die älteren Versionen, die heißen da noch Seitenlayout. Und dort gibt es eine Gruppe, die nennt sich Seiten einrichten. Am Rande der meisten Gruppen haben Sie so ein kleines Symbol. Ich weiß nicht, wie man dieses Symbol nennt. Ich nenne es immer so Pömpel. Also so einen kleinen Pömpel, wo Sie so drauf klack, klicken können. Und dann kommen Sie in einen eigenen Dialog. Und diesen Dialog, den werden wir jetzt gleich zusammen durchgehen. Das Erste, was Sie machen, wir haben ja jetzt unser Dokument in 4, Sie erinnern sich, Abschnitte aufgeteilt. Ne? Und ich möchte aber, dass das Layout, was wir jetzt hier eingeben, nicht nur für den aktuellen Abschnitt gilt, sondern wirklich für alle Abschnitte, also sprich für das gesamte Dokument. Sonst müssen wir es ja abschnittsweise machen, das wäre ein bisschen doof. Das heißt deswegen hier das Achtungszeichen. Unten links in dem Dialog stellen Sie als allererstes mal übernehmen für gesamtes Dokument. Und dann können Sie die Seitenränder einrichten, bestätigen aber bitte noch nicht mit OK. Ich zeige Ihnen das, wie gesagt, in Ruhe. Erstmal nur zugucken und dann dürfen Sie es mir gleich tun. Das heißt, Sie gehen bei Demo 04 DocX auf Layout, wie gesagt, erstmal nur zugucken. Dann gibt es hier in diesem Menüband Layout ganz links die Gruppe Seite einrichten und die hat, wie gesagt, da unten rechts so einen kleinen Pömpel. Ja, wie auch immer das Ding dann nimmt, so klack. So, wenn Sie da draufklicken, dann bekommen Sie hier diesen Dialog Seite einrichten. Und standardmäßig, und das ist das Gemeine, sehen Sie hier links unten übernehmen für aktuellen Abschnitt. Das wollen wir aber um Gottes Willen nicht, sondern Ihre allererste und wichtigste Pflicht, Ihre heilige Pflicht geradezu, ist es, das hier für das gesamte Dokument zu übernehmen. Und anschließend können Sie, je nachdem, was Ihr Leitfaden dann sagt, in unserem Falle wäre das jetzt 4 obbe, 2 ohne, 4 links, 2 rechts, so. Und bitte noch nicht mit OK bestätigen, weil das werden wir gleich noch woanders weiter einrichten. So, jetzt dürfen Sie. Ich mache es gleich nochmal mit. Auf Layout klicken. Dann in der Gruppe Seite einrichten den Pömpel. Klick. Nicht vergessen, links unten übernehmen für gesamtes Dokument. Und dann die Seitenränder so eingeben, wie es Ihr Leitfaden eben sagt. In unserem Falle der FOM grundsätzliche Leitfaden sagt 4 cm oben, 2 unten, 4 cm links und 2 cm rechts. Wie gesagt, für gesamtes Dokument übernehmen und bitte noch nicht mit OK bestätigen, weil wir nämlich gleich noch die Ränder für die Kopf- und die Fußzeile ändern. So, gehen wir noch mal einen Schrittchen weiter. Es gibt nur einen kleinen Exkurs zum Buntsteg, der ist aber wirklich nur die Frage, wenn man doppelseitig druckt, das wird Sie in der Regel nicht betreffen. Normalerweise druckt man ja schon einseitig, auch wenn es der allerneueste auch gestattet, doppelseitig zu drucken. So, Sie haben ja hoffentlich bitte noch nicht mit OK bestätigt, wenn, müssen Sie halt nochmal in den Dialog und denken Sie dran für gesamtes Dokument. Sie wechseln jetzt bitte auf den Layout-Tab und geben dort 2 cm für die Kopfzeile ein. Ich zeige Ihnen das auch nochmal. Also hier ist ja jetzt Seite einrichten, übernehmen für gesamtes Dokument. Ich habe hier mal alle meine Ränder angegeben. Und dann gibt es hier oben die Registerkarte Layout, Klick. Und dort prüfen Sie nochmal, dass das für das gesamte Dokument gilt, sollte es aber. Und dort geben Sie bitte 2 cm oder ich muss nochmal sagen, irgendeine Zahl, was auch immer Ihr Leitfaden sagt. Ich gebe jetzt halt hier 2 cm ein, weil es eben nun mal der Wert der FOM ist. Die Fußzeile ist irrelevant, weil die nutzen wir gar nicht. Also 2 cm für die Kopfzeile und dann mit OK bestätigen. Klack. So. So, jetzt kommen wir zu einem relativ wichtigen Punkt, bei dem ich wieder mal ganz dringend Ihre, ich meine, Sie sind ja auch so aufmerksam, aber jetzt bräuchte ich sozusagen Ihre erhöhte Aufmerksamkeit. Und zwar, wir bearbeiten jetzt die Kopfzeile. Und dabei müssen Sie eins berücksichtigen, die Kopfzeile ist ja, genau wie das Dokument ja auch, in 4 Abschnitte aufgeteilt. Das haben wir ja, deswegen haben wir ja diese Abschnittswechsel gemacht, damit wir eben die Kopfzeile individuell formatieren können. Das heißt, Ihre erste Pflicht ist es, überhaupt erstmal in die Kopfzeile zu springen. Das können Sie übrigens mit einem Doppelklick irgendwo oben, gibt auch andere Wege dorthin, aber das geht am schnellsten. Und dann müssen Sie erstmal lernen zu navigieren in der Kopfzeile und zu wissen, wo bin ich denn da? Und dann gibt es eine Option, die nennt sich, Achtung, mit vorheriger verknüpfen.
Und genau das wollen Sie ja nicht. Ich will ja, dass die Kopfzeilen eben unabhängig voneinander sind, damit ich dann eben die gar keine Seitenzahl reinschreiben kann, römische Seitenzahlen, arabische Seitenzahlen und wieder gar keine Seitenzahlen. So, das bedeutet jetzt wirklich verstärkt mal genau hinschauen, wie ich das mache. Es gibt, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, da hinzukommen. Wie gesagt, der Doppelklick ist am allerbesten aus meiner Sicht. Und zwar Doppelklick irgendwo hier oben in den weißen Bereich. Erstmal nur zugucken. Doppelklick in diesem Bereich. Sie sehen jetzt, dass Sie hier in der Kopfzeile im Abschnitt 1 sind und Sie sehen auch, dass es jetzt hier diesen Menüpunkt Kopf- und Fußzeile gibt. Manchmal steht da auch Kopf- und Fußzeilen-Tools, aber Sie merken schon, wenn Sie in der Kopfzeile drin sind. Dann gibt es hier, genau in dieser Registerkarte, diese Gruppe Navigation. Und da können Sie jetzt auf die nächste Zeile wechseln, also auf Abschnitt 2. Ich hoffe, man kann das hier sehen, ne? Kopfzeile, Abschnitt 2. Jetzt kann ich hier auf die nächste gehen, bin in Abschnitt 3. Nächste bin in Abschnitt 4. Das war es dann auch. Also weiter komme ich jetzt nicht hin. So, das ist der erste Punkt. Das heißt, hiermit können Sie immer noch vorne und zurückspringen innerhalb Ihrer Abschnitte. So, und jetzt schauen Sie gut hin. Kopfzeile Abschnitt 1, bei der ist erstmal alles in Ordnung. Jetzt wechseln Sie sozusagen in den zweiten Abschnitt. Und jetzt schauen Sie mal ganz genau hin. Bei der Navigation sehen Sie hier so ein kleines graues Kästchen. Da steht mit vorheriger Verknüpfung oder mit vorheriger Verknüpfen. Das bedeutet, dass die Kopfzeile 2 eigentlich momentan noch verbandelt ist mit der Kopfzeile Nummer 1. Und genau das wollen wir nicht. Das heißt, wenn das ein graues hinterlegtes Kästchen ist, was es in der Regel immer ist, dann müssen Sie das erstmal einmal anklicken, klack, mit der Maus weggehen und dann ist dieses graue Kästchen weg. Dasselbe machen Sie dann mit der Kopfzeile Abschnitt 3, graues Kästchen, draufklicken, Maus weg, Kästchen weg. Und zum Schluss nochmal mit dem Abschnitt 4, Kopfzeile Abschnitt 4 mit vorheriger Verknüpfung. Das ist grau hinterlegt. Sie klicken einmal drauf, gehen mit der Maus weg und das Kästchen ist weg. Bitte sehr, sehr ordnungsgemäß jetzt machen. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und los geht's. Ich zeige Ihnen nochmal ganz in Ruhe, während Sie das machen. Doppelklick hier hin. Sie navigieren immer über vorherige und nächste in die jeweiligen Abschnitte. Bei der Navigation sehen Sie mit vorheriger verknüpfen. Sollte das hier grau hinterlegt sein, dann bitte das grau hinterlegte wegnehmen. Wenn es nicht grau hinterlegt ist, dann können Sie sich freuen, dann ist es ja genauso, wie es sein soll. Und das prüfen Sie bitte für die Abschnitte 2, 3 und 4. Beim ersten ist es ja irrelevant, der kann ja nicht mit dem Nullten dann verknüpft sein. Weil das ist, wie gesagt, das ist einer der Fehler, wenn man sich irgendwas zerschießt oder sowas, dann liegt es ganz oft daran, dass diese Kopfzeilen miteinander verbandelt, also verknüpft sind. Und genau das wollen Sie vermeiden. So, das ist hoffentlich gut angekommen. Dann machen wir weiter mit der Seitennummerierung. Also, jetzt haben wir ja genau diesen Punkt, deswegen haben wir diesen ganzen Krempel gemacht, Abschnitte, damit ich die Titelseite gar nicht nummeriere. Also für die Titelseite, den ersten Abschnitt, brauchen wir gar nichts zu machen. Das heißt, wir navigieren jetzt also in den zweiten Abschnitt. Zur Erinnerung, das sind Ihre Verzeichnisse vor dem Text. Und dort wollen wir eine Seitenzahl anlegen, die dann später in römischen Ziffern erscheinen soll. So, wie machen wir das jetzt? Ich zeige es Ihnen auch hier und bitte nicht über die Ausrichtung drüber nachdenken. Die wird erstmal linksbündig sein. Die werden wir natürlich später noch in die Mitte setzen. Das ist kein großes Problem. So, Sie sind hoffentlich noch irgendwo in der Kopfzeile. Zugucken. Wir navigieren oder ich navigiere jetzt erstmal zum Abschnitt 2. Abschnitt 1 war ja okay, da haben wir ja nichts, soll ja auch nichts nummeriert werden, aber wir müssen zur Kopfzeile Abschnitt 2. Sie sehen auch unten Inhaltsverzeichnis und so weiter. Dann gibt es hier ganz links, schauen Sie hier, Kopf- und Fußzeile, da gibt es den dritten Eintrag von links, da steht Seitenzahl. Der vierte Menüpunkt von oben, der ist je nachdem, welche Word-Version Sie haben, steht dann entweder aktuelle Position oder früher stand da Seitenzahlen einfach nur. Das ist auf jeden Fall der vierte Menüpunkt von oben. Und da wählen Sie einfach erstmal einfache Zahl, klack. Und dann sollte in aller Regel erstmal da die arabische Ziffer 2 stehen. Das ist nicht ganz verkehrt, aber es ist nicht das, was wir haben wollen. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal da eine Seitenzahl drin und die muss ich jetzt im zweiten Schritt formatieren. Das heißt, auch hier bitte erstmal nur hingucken. Sie gehen wieder auf Seitenzahl, jetzt allerdings auf den vorletzten Menüpunkt von unten, Seitenzahlen formatieren. Klack.
Dort können Sie nämlich dann sagen, was will ich denn für ein Zahlenformat haben? In der Regel Arabisch oder Römisch. Wenn Sie das hier aufklicken, kleiner Tipp, Sie müssen noch einmal weiter nach unten gehen, dann haben Sie nämlich auch die großen römischen Buchstaben. Die kleinen sehen furchtbar aus, das braucht kein Mensch. Dann haben Sie hier die großen römischen Buchstaben und das können Sie einfach bestätigen. Da steht jetzt hier Fortsetzen vom vorherigen Abschnitt, bedeutet, er hat das Titelblatt implizit mitgezählt, sodass jetzt hier tatsächlich die römisch 2 kommt. Sollten Sie das aus welchen Gründen auch immer nicht haben wollen, dann können Sie das natürlich auch mit römisch 1 beginnen lassen. Aber wie gesagt, üblich ist es tatsächlich, das Titelblatt im Geiste mitzuzählen. Ja? Jetzt dürfen Sie, ich mache es wie gesagt mit Ihnen nochmal gerade mit, Doppelklick in die Kopfzeile, Sie navigieren zum Abschnitt 2, wählen die Seitenzahl, vierter Menüpunkt von oben, aktuelle Position oder einfach nur Seitenzahlen, wenn das die etwas ältere Version ist, und klicken dort einfach nur auf einfache Zahl, klack. Dann steht, wie gesagt, dort erstmal die Zahl 2 arabisch drin. Und diese Zahl 2, die können Sie jetzt noch umformatieren, auch wieder über Seitenzahl, Seitenzahlen formatieren. Das klappen Sie auf, nehmen die römische Formatierung als Zahlenformat und Sie setzen das vom vorherigen Abschnitt fort, was sowieso vorgegeben ist, und wählen OK. Und dann haben Sie hier korrekterweise römisch 2 stehen. Es gibt dazu auch einen kleinen Exkurs, so nach dem Motto, was soll da jetzt hin? Soll das 1, 2 oder römisch 3 oder sonst was? Das sind so Dinge, die liest man sich mal zu Hause mit einem schönen Glas Rotwein und am besten noch mit seinem Partner oder seiner Partnerin an einem prasselnden Kaminfeuer gemeinsam durch. Also es gibt nichts Romantischeres im Leben. So, und jetzt, ich meine, das nächste Spielchen ist natürlich das gleiche in grün. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt natürlich dann nochmal den Abschnitt Nummer 3, den Textteil. Und dort fangen wir logischerweise an mit 1 zu zählen und wir müssen natürlich die arabischen Ziffern nehmen. Also das heißt, an sich, das Verfahren ist bekannt. Sie wechseln jetzt also auf den nächsten Abschnitt, klack, sind jetzt also vor der Einleitung, Kopfzeile Abschnitt 3 und machen jetzt mehr oder weniger dasselbe Spielchen wie vorhin auch. Also Sie gehen auf Seitenzahlen, aktuelle Position, einfache Zahl, klick. Jetzt steht dort arabisch 3 und das können Sie jetzt nochmal umformatieren, bei Seitenzahlen formatieren. Das arabische Zahlenformat ist okay, aber Sie beginnen jetzt hier bei der arabischen Ziffer oder Zahl 1. Also das heißt, erstmal ganz normal einfügen, wie wir es vorhin auch gemacht haben und danach nochmal, wie wir es vorhin auch gemacht haben, formatieren. Diesmal setzen Sie aber kein anderes Zahlenformat, das arabische ist ja genau richtig, nur beginnen bitte bei 1, damit Sie natürlich Ihre Einleitung mit der Seite 1 beginnen. Warum haben wir davor römisch? Einfach, weil es üblich ist, dass die Verzeichnisse vor dem Text römische Seitenzahlen. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Wissen Sie, früher, als es noch keine Computer gab, also Schreibmaschinen, da mussten Sie ja erstmal Ihre Einleitung schreiben und dann haben Sie das durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5 und erst nachher konnten Sie ja wissen, wie Ihr Inhaltsverzeichnis aussieht. Aber dann wussten Sie ja nicht, wie lange wird das Inhaltsverzeichnis, also waren ja die arabischen Ziffern schon verbrannt und deswegen hat man das früher mit diesen römischen Seitenziffern gemacht. Und das hat sich halt bis heute einfach durchgesetzt und deswegen ist das überall, also zumindest in allen Leitfäden, die ich kenne und übrigens auch in jedem Buch oder jedem halbwegs gescheiten Buch, wissenschaftlich so Usus. So. Am Schluss können Sie diese Kopf- und Fußzeilen-Tools auch wieder schließen mit diesem entsprechenden X-Symbol, klack. Und dann landen Sie wieder ganz normal in Ihrer normalen Leseansicht, so wie Sie das eigentlich kennen. So, dann passen wir jetzt mal die Formatvorlagen an. Dazu sei gesagt, es gibt ja diesen Formatvorlagenkatalog, diese Liste oben. Und wichtig ist nur, wenn Sie da mit der Maustaste ganz normal links klicken, dann wird die immer zugewiesen. Und das wollen wir in der Regel nicht. Das heißt, was auch immer Sie jetzt tun, Sie klicken bitte mit der rechten Maustaste darauf. Ja, also rechts ist da, wo der Daumen links ist, ne? Das andere links. Und dann klappt nämlich so ein kleines Kontextmenü auf und dort können Sie dann auf Ändern gehen. Also bitte nicht mit dem normalen Linksklick auf irgendeine Formatvorlage klicken, wenn Sie sie ändern wollen, sondern bitte einen Rechtsklick dort durchführen. Und dann können Sie, sagen wir mal, erstmal Ihre Standardformatvorlage, das ist die für Ihren normalen Text,
können Sie analog zu dem anpassen, was jetzt Ihr Leitfaden sagt. Zum Beispiel Times New Roman, 12 Punkt, Blocksatz und so weiter. Aber ich muss nochmal sagen, es ist eigentlich egal, was Sie jetzt hier einstellen. Ich sage Ihnen ja nur, wie Sie es einstellen. Und danach gehen wir noch einen ganz kleinen Schritt weiter. Also, auch hier nochmal zum Zuschauen. Sie haben hier oben erstmal einige, nicht alle, aber einige Ihrer Standard-Formatvorlagen und insbesondere hier links die Formatvorlage Standard. So, da bitte nicht mit der linken Maustaste draufklicken, sondern bitte nur rechts. Dann haben Sie hier den Menüpunkt Ändern und landen in dem Änderungsdialog für genau diese Formatvorlage Standard. Das ist also Ihr, wie der Name schon sagt, Standard-Text. Dort geben Sie jetzt alles ein, was Ihr Leitfaden so vorgibt. Das ist in der Regel Times New Roman, einfach TI tippen. Das ist in der Regel 12, Schriftgröße 12 statt 11. Und das ist in der Regel Blocksatz, den Sie auch hier einstellen können. Das können Sie jetzt mal machen. Lassen Sie bitte den Dialog nochmal offen, weil wir werden gleich aus diesem Dialog noch an eine andere Stelle hinspringen. So, Sie sind dran und ich mache es gerne nochmal mit zum Zuschauen. Also, Formatvorlage Standard, Rechtsklick, Sie gehen auf Ändern, pack, landen in dem Dialog, dort gehen Sie auf Formatierung, wählen eine Schriftart wie beispielsweise Times New Roman aus, wählen eine Schriftgröße von beispielsweise 12 Punkt aus und wählen schon mal Blocksatz aus, weil das wie gesagt in der Regel so üblich ist in wissenschaftlichen Arbeiten. Aber bitte noch nicht mit OK bestätigen, weil wir gehen jetzt noch einen kleinen Schritt weiter. So, das heißt, Sie haben jetzt Times New Roman 12 und Blocksatz eingestellt. So, und jetzt gucken Sie bitte gut zu. Es gibt hier links unten in diesem Dialog einen Button, da steht Format. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie Schriftart, da. Der zweite Menüpunkt von oben nennt sich Absatz. Ich weise deswegen so darauf hin, weil wir diesen Menüpunkt, Format Absatz, im zweiten Teil dieser Veranstaltung ganz, ganz oft brauchen werden. Deswegen gewöhnen Sie sich jetzt schon mal dran, Format, Absatz, da werden wir also öfters mal hin müssen. Links unten dieser Button Format aufklappen und dann in das Menü Absatz gehen. Übrigens, hier könnten Sie diesen Blocksatz auch nochmal einstellen. Und hier stellen Sie jetzt ein, wie viel Abstand soll nach einem Absatz folgen. Ich persönlich finde die vom Leitfaden vorgegebenen 6 Punkte in der Regel ein bisschen knapp. Aber jo, ob es jetzt 6, 8 oder 10 ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe wirklich einen erkennbaren, kleineren, größeren Abstand vom Absatz. So, das heißt, Sie haben 6 Punkte nach Ihrem Absatz und dann bitte 1,5 Zeilenabstand. Das ist das, was Sie bitte jetzt noch einstellen. Blocksatz, wie gesagt, haben Sie oben. Nach dem Absatz bitte einen zusätzlichen Abstand von 6 Punkten oder eben gerne auch ein bisschen mehr. Und den 1,5-fachen Zeilenabstand. Der sieht übrigens nicht, dass wir uns missverstehen, der sieht eigentlich nicht hübsch aus, gibt uns Dozenten aber die Möglichkeit, einfach noch irgendwelche Kommentare reinzuschreiben. Darum geht es hier. Ja? So, ich zeige es gerade nochmal für alle. Rechtsklick auf Standard, ändern. Dann, wie gesagt, Times New Roman, hoppala. 12 Punkte. Blocksatz. Links unten Format, Absatz. Hier wählen Sie dann Abstand nach einem Absatz 6 Punkte und der Zeilenabstand möge bitte 1,5 Zeilen sein. Und das können Sie dann zweimal mit OK bestätigen. Dann sieht es schon einigermaßen geschickt aus. Also sieht man jetzt hier auch schon so mal in der Einleitung. So langsam nimmt das Ganze Form an und Format. Genau. Areal kann man natürlich auch nehmen, je nachdem, was A, Ihr Dozent sagt, was Ihr Leitfaden sagt. Und in der Tat, dann nimmt man eher eine etwas kleinere Schriftart. 11,5 sagt man in der Regel bei Areal. So, mit der Formatierung der Überschriften halte ich mich jetzt erstmal nicht länger auf, denn das ist jetzt eine Sache, die hält uns ein bisschen auf und das Prinzip ist genau das gleiche. Das heißt, Sie gehen dann in Überschrift 1, Rechtsklick und geben dort auch Times New Roman und was weiß ich, 14 Punkte oder sowas. Das sind jetzt auch nur Empfehlungen meinerseits und das spielt jetzt nicht so die Rolle, ob Sie jetzt 14 oder 15 machen. Übertreiben Sie es nicht, aber sie sollte schon erkennbar größer sein natürlich als Ihre eigentliche Schriftgröße. Und ob die jetzt blau ist oder ob sie auch schwarz ist, das spielt keine Rolle. Vielleicht nur ein Tipp oder eine Bitte von meiner Seite. Mischen Sie keine Schriftarten.
Also bleiben Sie bei einer Schriftart. Wenn Sie Times New Roman haben im Text, dann empfehle ich Ihnen dringend, auch die Überschriften in Times New Roman zu halten. Gerade diese Mischung von Serifenschriften, also die mit den Häkchen, und diese harten Schriften, das sieht immer hässlich aus. Also insofern bitte nutzen Sie eine einheitliche Schriftart, entweder alles Arial oder alles Times New Roman. So, da gibt es noch einen kleinen Exkurs, dass man Formatvorlagen auch aufeinander aufbauen kann. Unter uns, das hat Vorteile, es hat aber auch manchmal Nachteile und das würde aber jetzt hier zu weit führen. Das Letzte, was wir in diesem Punkt hier noch machen, bevor wir dann das nächste Dokument öffnen, das ist, dass wir natürlich unsere Kopfzeile noch anpassen müssen, um den Seitenzahlen zu sagen, dich hätte ich hier gerne links, sie sind ja linksbündig, ich hätte sie gerne mittig. Und das machen wir einfach, indem wir diese Formatvorlage Kopfzeile auf zentriert setzen. So, jetzt gibt es nur ein Problem und bitte mal zuschauen. Wo zur Hölle ist meine Formatvorlage Kopfzeile? Die jippet hier nicht. So, jetzt kann man ja hier aufklappen. Jetzt gibt es die aber immer noch nicht. Okay. Dritter Weg. Achtung, es gibt hier den sogenannten Formatvorlagenkatalog. Den erreichen Sie, analog zu dem Ding, was wir vorhin hatten, über diesen, ich nenne es jetzt wie immer wieder mal diesen Pömpel. Also das heißt, bei den Formatvorlagen rechts unten dieses kleine Knöpfchen. Klack. So. Und das ist jetzt Ihr Formatvorlagenkatalog. Ja, den mache ich mal hier ein bisschen größer. Und jetzt hängt es auch immer so ein bisschen davon ab. Manchmal haben Sie Glück und dann ist diese Formatvorlage jetzt auch schon zu finden. Ist sie jetzt gemeinerweise in meinem Falle sogar schon wieder nicht. Jetzt müssen wir wieder einen weiten Weg, einen Schritt weiter gehen. Da gibt es rechts unten, zumindest im Konsum, gucken Sie mal hier, Fußzeile ist dabei, lustig, ne? Aber die Kopfzeile haben wir nicht, oder bin ich einfach nur blind? Nee, ist nicht dabei, ne? So, dann müssen Sie hier tatsächlich auf Optionen gehen und sagen, welche Formatvorlagen willst du denn anzeigen? Ja, jetzt habe ich hier die empfohlenen, Sie können auch auf die verwendeten gehen, dann sind alle Formatvorlagen, die Sie benutzt haben, spätestens da sollte ja jetzt die Kopfzeile da sein. Oder Sie gehen im schlimmsten Fall auf alle, dann haben Sie zwar einen Riesenkatalog, finden es aber im Zweifelsfalle auch. So, und hier ist genau das gleiche Spielchen. Bitte nicht einfach so anklicken, sondern mit der rechten Maustaste anklicken, respektive hier rechts aufklappen und dann hier auf Ändern gehen. Klack. Naja, und der Rest ist dann trivial. Das heißt, Sie gehen hier einfach auf mittig, also zentriert. Nochmals achten Sie darauf, dass die Formatvorlage wirklich die Kopfzeile ist und Sie dort einfach nur die Ausrichtung zentriert wählen und das dann mit OK bestätigen. Ich zeige es Ihnen gerade nochmal. Also jetzt dürfen Sie es quasi mitmachen. Formatvorlagen, ich habe die Kopfzeile dummerweise nicht, dann hier den Formatvorlagenkatalog, im Zweifelsfall über die Optionen die verwendeten oder im aktuellen Dokument oder alle Formatvorlagen, ich nehme jetzt mal die verwendeten. Dann sollten Sie Ihre Kopfzeile finden, rechte Maustaste oder eben rechts aufklicken, dann auf Ändern gehen. Und hier, momentan ist es ja noch auf Blocksatz gesetzt und dann nehmen Sie das zweite Symbol von links für zentriert. Sie sehen auch, das zentriert sich sofort. Sie bestätigen das mit OK und das hat sofortige Auswirkungen auf sämtliche Seitenzahlen. Also sprich hier die arabische 1 und hier dann auch die römische 2 und so weiter. Ne? Und wer damit fertig ist, der kann dann, wie gesagt, auch Demo 05 DocX öffnen. Da sollten Sie es dann dabei haben. In dem Demo 05 habe ich Ihnen auch nochmal dann schon die entsprechenden Formatvorlagen gesetzt für die Überschrift 1, 2, 3, dass das einigermaßen einheitlich aussieht. Während Sie Demo 05 DocX öffnen, habe ich noch ein paar kleine Exkurse für Sie. Also hier ist nochmal eine Folie, Folie 50 mit dem Formatvorlagenkatalog. Und der Formatinspektor, das ist auch eine coole Sache. Das heißt, wenn Sie irgendwo mal mit Ihrem Cursor auf irgendeinem Text sind, dann können Sie dieses Symbol für den Formatinspektor wählen. Und dann zeigt er Ihnen genau an, was ist denn das gerade für eine Formatvorlage oder ist da irgendwas noch zusätzlich definiert. Also ich finde ihn ganz praktisch. Hin und wieder nutzt er einen. Und
Sie können natürlich auch Dokumente als eine sogenannte Vorlage speichern. Dann ist die nicht ein DocX, sondern ein .x. Das steht dann für Template, also das T für Template. Dann haben Sie sich eine entsprechende Formatvorlage gebastelt, die Sie dann gerne auch weiterverwenden können. Aber wie gesagt, das brauchen wir dann momentan nicht.